Der Kapitän, Kai Wissmann. Kai, hast uns verlassen, wir haben die Playoffs nicht geschafft. Kommst du zurück, wir sind wieder mal Meister. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Aber was für eine Serie, was für eine Serie gegen Fishtown. Ja, es war ein sehr harter Kampf. Bremerhaven hat uns alles abverlangt. Jedes Spiel war wirklich umkämpft. Die Kleinigkeiten haben am Ende den Unterschied gemacht. In Spiel 1 haben wir nicht gut gestartet, waren nicht hart genug in den Zweikämpfen. Aber danach haben wir uns zusammengesetzt, das angesprochen und dann auch umgesetzt. Ich denke, dass wir die Qualität für Tore haben, das wussten wir in der Mannschaft. Da haben wir einfach die Qualität. Also kommt es darauf an, zu verteidigen mit Herz und Seele. Und was die Jungs an Schüssen geblockt haben in Playoffs im Vergleich zu der Hauptrunde, das ist wirklich brutal. Leute haben sich in Schüsse geworfen, haben sich wehgetan. Ein paar Jungs haben mit Verletzungen gespielt. Also großen Respekt an jeden Einzelnen, den Staff. Brauche ich jetzt gar nicht verschiedene Leute aufzählen, sonst vergesse ich einen. Also jeder, der dazugehört, hat Tag und Nacht gearbeitet in Playoffs mit den Reisen und Physios und alle. Also ja, großen Respekt an alle. Jeder Einzelne ist wichtig für so einen Erfolg. Und auch die Spieler, die nicht jedes Spiel im Line-Up standen. Keiner hat schlechte Stimmung verbreitet. Jeder war fürs Team da, hat weiter hart gearbeitet, dass wenn sie gebraucht werden, dass sie fit sind zum Spielen. Und ja, sowas ist, macht dann den Ausschlag, denke ich, am Ende. So, du gehörst jetzt zu einem relativ exklusiven Club von Kapitänen, die in der Meisterschaft geholt haben für Berlin. Steve Walker, Dennis Petersen, Stefan Ustorf, André Rankel, Frankie Hördler und nun Kai Wissmann. Exklusiver geht's nicht. Ja, bin stolz, dass ich der Mannschaft helfen konnte, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Unfassbar, ja. Dankeschön, Kai Wissmann. Good job, buddy. Thank you. Danke.